Hallo und herzlich willkommen hier auf der Thüringenkarte, Zeitpunkt 1. Ich werde meine Arbeit jetzt fortsetzen mit der Ernte von Feld Nummer 29 und Feld Nummer 10 gleich. Ich starte mal wieder den Drescher. Kurz einstellen. Ups. Achso, genau, ja. Der war richtig. Der muss ja daneben fahren, ne? Wir arbeiten ja verbannt mit zwei Fahrzeugen, das heißt, in dem Augenblick muss er ja daneben arbeiten. So, jetzt geht's kurz rüber zum zweiten Drescher, den Case. Den aktivieren wir auch mal gleich. Es sind nur noch der Rest hier zu machen. Ich habe mir ein bisschen kundig gemacht wegen Abfahren mit Stroh mit Autodrive. Jetzt habe ich den auch rausgefunden. Ich hatte mir aber deswegen wahrscheinlich den Outdrive-Kurs Streckennetz teilweise zerschossen. Fragt man nicht warum und weshalb. Jedenfalls waren vieles weg gewesen. Ich musste mal ein paar Punkte neu einfahren. Ist mir auch so gelungen. Ein bisschen Mühe. Und wahrscheinlich habe ich auch den Grund rausgefunden, warum es so ruckelte. Anscheinend hatte ich zwei Kurse auf dem Rechner gehabt irgendwie. Also zwei Programme. Und das hat sich irgendwo gestört. Feld Nummer 20. Globaler Markt. So. Meine gute Power bleibt nicht mehr, aber mal sehen. So, die nächsten Fahrzeuge. Wo stecken die? Das ist der LKW. Der ist aktiviert. Den brauchen wir nicht. Auch nicht. Das ist der Case. Da muss ich auch was einstellen. Ja, das war auch mit Feld 29. So, Feld 29. Abladen globaler Markt. Drescher. Passt. Kann ich jetzt hin? Okay, Richtung globaler Markt mal, ne? So, das ist unser Auerland. Der ist hier auch richtig. Ja, Feld 10, also ist gut, Feld 10. Und den werden wir einstellen. Müsste jetzt eigentlich gerade ausfahren und den Kurs folgen. Auch nicht. Ah, der ist voll. Okay. Dann kam er gerade richtig. Ich dachte schon, fahren zusammen. So. Das ist hier auf Feld 29. Ein LKW muss ich noch auf Strecke haben. Und zwar den hier. Traktor. Den muss ich auch noch einstellen. Feld 10. Abladen globaler Markt. Ich habe den globalen Markt aktiviert. Das ist gut. Und eingestellt. Das heißt, wir haben jetzt in 3 noch was. Ich mache kurz Pause. Funktion. Das heißt, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Na, wo ist das denn? Der macht jetzt Taucher. So. Jetzt suchen wir mal meine Maus. Zeig gut dahin. Da ist er. So, Pause. Geht glaube ich nicht. Den Plan. Starten. Kurze Unterbrechung. Das ist schon ein Traktor. Das heißt, Unterbrechung. Ich mache hier Pause. So, wieder zurück. Globaler Markt ist aktiviert und wir machen hier Pause Ende. Müsste ja eigentlich jetzt vom Drescher fahren und ihn entsprechend da abbunkern, ne? Wenn er jetzt hochkommt. Ja, da kommt hoch, da kommt PS.
Jetzt geht es darum. Da hinten ist er, okay. Jetzt geht es darum, dass wir den Strohkurs in Gang bringen. Ne? Das ist ja, woran ich im Prinzip letztes Mal gescheitert bin. Und zwar muss ich hier mal ganz kurz das hier aktivieren. Und zwar Feld 29, davon 2. Abladen, globaler Markt. Stroh und nicht aktivieren. Hier ist jetzt der Kurs eingegeben. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Nehme ich mal an, dass so ist. Und zwar geht jetzt hier darum, dass wir es einstellen. Irgendwo war was gewesen mit. Früher war das hier gewesen. Da hat mir mein Holger erklärt, dass es das da ist in einem Video. Und jetzt ist es hier irgendwo anders hingeraten. Und zwar bei erweiterter Einstellung. Und zwar Autodrive aufladen, ausführen, benutzen. Okay. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Klappt mal auf Holz, dass es klappt. Einstellen. Das klappt jetzt nicht. Klappt. Er fährt los. Er musste erstmal berechnen. Okay. Das ist. Das ist ein Grund, dass er einfach was weiß. Ne? So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben noch einen zweiten. Der war ja im Prinzip. Der ist ja losgefahren, obwohl ich wahrscheinlich voll war. Hier ebenfalls Feld 29. Dann fahren wir Abladen, globaler Markt. Und dann gehen wir hier auf Rechtskurs. Auf rechts. Ersten Wegpunkt ist okay. Muss ich überlegen. Den werden wir erstmal hinfahren und meine Lenkung mal kurz aktivieren. Dann mal ganz kurz schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt da entsprechend hinfahren würde. Ne? Wenn ich einstelle. Mal kurz warten. Denn ob er jetzt von hier aus losfährt, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau. Entlassen. Hier mal gucken, habe ich eingestellt. Gut, habe ich geahnt. Wir müssen mal sehen, dass wir zum Feld fahren. Ne? Und der mitten im Dorf. Wie gesagt, ich hatte jetzt die Autodrive-Kurse beim anderen Spielstand verschossen. Ich habe es ja versucht, älteren zu nutzen. Da war es auch nicht mehr gewesen. Und irgendwie kam ich auf den Spielstand. Mehr für Modus mit Kansi. Und da, Grüße gehen raus, wenn er mich mal schon schaut. Und da hatte ich ja auch schon viele Kurse eingefahren gehabt. Die normalen Straßen sind ja alles okay. Was nicht so gut ist, oder er lag bisher, ne? Was nicht so gut ist, wenn irgendwie vorher bei einer Karte im Prinzip Gebäude da stehen. Da musste ich mal ein, zwei Kurse löschen und neu einfahren. Er fängt sich jetzt aber nicht, der Hund. Doch jetzt. Der Hund. Der Traktor. Das ist ja hier nur ein langsamer Traktor, aber für normale Arbeit reißt der Streckenverkehr fest. Muss dann lahm werden, okay. Und beobachten. Ist so langsam, ne? Ach, ja. 53, machen wir innen mal. Wir fahren mal Richtung Feld Nummer 29. Und da gucken wir uns die anderen beiden an, der Verkehr so versteckt. Ja, so ist das dahin gekommen, ne? Mit dem Problem, was ich hatte. Und dann ist mir das im Prinzip in dem Augenblick, wo irgendwie beim Schalten von beiden Kursen auf einmal Gasprobleme. So. Und da hatte ich gestern Abend kurz nach einer Lösung gesucht. Ja, angeschaut, ne? Suche in Frage rein. Und da gab es ein schönes Tutorial von Holger.
Und gut, wenn man es weiß, ist gut, ne? Aber wahrscheinlich wird es hier im Menü nicht so gut erklärt. Keine Ahnung, warum es so ist. Aber wie gesagt, ist ja ein Programm, das ist ja hier ohne Gewehr, kann man sagen. Ne? Wenn es einer weiß und erklären kann, ist ja gut. Ne? Also, das ist immer, Murat hat es erklärt bei der alten Version von Courseplay und da war das dieser Punkt aktivieren woanders. Ne? Im anderen Video halt mal gesehen gehabt, dass jemand gesagt hat, wo der Punkt sein könnte. Ne? Ja, gut. Das war ein Tipp von einer Zuschauerin. Im Kanal Punkt Action. Also da ist mir eingefallen, Mensch, da könnte doch sein. Ne? Und dann bin ich da hingekommen. Auf die Lösung. So, fahren wir den zum Feld, aktivieren den mal und dann mal schauen, wo er gerade feststeckt. Ja, dann machen wir heute die Folge für Montag und einen schönen Wochenstart, ne? Die morgen ist schon fertig. Und das sind beide Drescher auf Feld Nummer 29. Na, mal schauen. Hier rechts ist glaube ich Hafer oder sowas. Ja, das ist schon Problem. Also wenn die Feldfrüchte ausgewachsen sind oder es viel gewachsen ist, dann gibt es manchmal arge Probleme. Zu viel Natur auf einmal. Performance fressen, sagen wir so, ne? Da ich ja auch 2K spiele, 2K aufnehme, aber 2K nehme ich auf anderen Rechner auf. Ne? Von daher ist es beim Spielen nicht beeinflussend. Das wäre nämlich eine Katastrophe, wenn die Grafikkarte Maximum erreicht ist und beim Aufnehmen wird es dann Probleme geben. Ne? So, hier habe ich natürlich jetzt keinen Kurs, aber der Kurs beginnt hier ja. Ne? So, ersten Wegpunkt. Da starten wir hier mal ab. Ne, da nicht. Also man darf hier nicht starten und da starten. Das geht dann nicht. Ne? Also oder schwierig oder ungünstig. Ne? Also hier muss es aktiviert sein, aufladen und entladen, auffüllen der Outdrive. Und das okay, und dann kann man das machen. So, und jetzt hier im Prinzip den Kurs eingeben vom Drescher, den ersten Wegpunkt, und den machen wir mal nichts, nur einstellen von Feld 29, Abladepunkt, Stroh ist klar, und dann hier diesen Modus Prinzip, würde ich mal meinen, und hier einstellen. Du musst rechts fahren, ne? Will er nicht. Jetzt andere dann links. Das nicht verstellen. Dann lassen. Nächst passenden Punkt und jetzt machen wir auf rechts. Denn der andere fährt ja von links, ne? Also mit meiner Wissens. So, müssen wir hier ein bisschen den Kurs ändern, also. Der muss ja rüber. Und zwar gewaltig. Den Kurs von der rechten Seite, wenn er rechts fährt, ne? Bei 0 ist er jetzt in der Mitte. Und er soll ja nun ganz den Kurs aufnehmen, der gerade auszusehen ist. Also ich schätze mal kurz ein. Der nächste ist voll. Aber das ist kein Problem. Da müsste ja eigentlich funktionieren. Kurze Überwachung hier und dann gehen wir gleich rüber und bauen die andere Fahrzeuge mal.
eigenen Fahrrad, okay. Mal kurz gucken. Ja, speichern ist gut. Puh. Ist da eine Straße? Ich hoffe mal nicht. Oder wenn. So sind die alle. Nun ist ja durch die Kurse, normalerweise straßenmäßig ist ja, hat sich nichts geändert. Ist die gleiche Karte. Sollte dann funktionieren. Gehst du nicht? Tja, normalerweise müsste funktionieren, ne? Kurz an, aus. Ruf warten. Gut, da hat sich festgefahren, das ist ungünstig, ne? Dann bringen wir auf die Spur. Das Feld 10. So. Dann sollte es auch funktionieren. Und der ist hierher gefahren. Tja. Das sollte eigentlich hierher fahren, ne? Dann wird der andere genauso fahren. Das ist Feld 28, also ich meine, jetzt können wir rauffahren. Dann mal kurz gucken. Na, hier. Da hat er einen Feldkurs genommen. Mal gucken. Hätte ich auch blau machen können, aber ich wusste damals noch nicht. Ne? Also, wenn neue Karte kommt, dann weiß ich Bescheid, dann ist das kein Problem. So. Die Pfeile gehen in die Richtung. Der ist ja eigentlich voll. Im Grunde müssen wir nur einstellen und dann noch mal ganz kurz gucken hier. Entlang auffüllen, zurück. Ja. So. Könnte ein paar Probleme geben, deswegen, weil ich weiß genau nicht genau, welcher Punkt da jetzt eingefahren habe, also schon zu lange her. Hoffen wir das Beste, ne? Hier mal ganz kurz gucken. Ja, da, ne. Das ist eher ein Problem. Ich muss mal schauen, was ich da eingefahren habe für einen Kurs, auf welchem Feld. Puh, das wird nichts. Das gleiche Problem mit anderen Fahrzeugen. Na gut. Den checken wir hier jetzt auch mal los. Mal gucken nachher, was für einen Punkt wir da eingefahren haben. Auf dem Feld. So. Wo der sich jetzt hier auch ein bisschen
Achso. Das Problem ist beim mit der Maus, mit dem Pfeil, mit dem Mausrad, geht auch drauf, aber nicht Crossplay. So. Den folgen wir jetzt mal. Feld Nummer 29 ist noch nicht voll, deswegen müssen wir da jetzt hinfahren wollen. Wo er da überhaupt auf dem Feld drauf fährt. Was ich da eingestellt habe, ne? Und wir haben mit 2 Punkte Feld 29, das ist ungünstig. Im Grunde nicht, aber. So, dann sage ich einmal Tschüss und ciao, ciao. Und wird fertig, nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's hier weiter. Mal sehen, wie ich weiterkomme. Tschüss und winke winke. Bis dann. Tschüss.